Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend hier aus Deutschland. Stefan Fröhlich hier bei WHSelfInvest. Sie sind wieder genau richtig zum Webinar, zum Thema Trading. Es geht heute wieder um die Expander-Strategie. Wir wollen mal wieder ein paar Märkte und Trades finden, die lukrativ sind, die nicht immer mit dem Trend gehen, sondern wir wollen einfach auch mal Wendepunkte im Chart analysieren, und dafür ist Expander halt wie gemacht. Ja, das ist also eine tolle Strategie, die wir hier haben. Und wir sind jetzt hier pünktlich 17:30 Uhr. Und ich betone das deshalb so von der Uhrzeit her und von dem guten Abend sagen, weil mein Gast heute ist Wieland Aalt und ist schon ein alter Bekannter sozusagen bei den Webinaren von mir und WHSelfInvest. Und ich freue mich immer sehr, wenn er dabei ist. Und er ist einer derjenigen, der den Traum des Traders tatsächlich verwirklicht hat. Er hat seinen Wohnsitz hier in Deutschland einfach aufgegeben und gekündigt. Und das ist, glaube ich, auch schon wieder 2 oder sogar 3 Jahre her. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wird er uns gleich sagen. Und ist losgezogen, durch die Welt zu reisen, und hat da viel Spaß und ist uns heute live aus Mexiko zugeschaltet. Und insofern freue ich mich jetzt riesig, dass er da ist. Hallo, lieber Wieland. Hallo, lieber Stefan. Freue mich wieder mit dabei zu sein. Hallo, liebe Trader. Freue mich auch, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich aus Playa del Carmen an der beliebten Riviera Maya Ah, oder Riviera genau. Mafia. Man weiß es nicht so genau. Okay, sehr schön. Das Also, ist die. deswegen, wir sind live und in Farbe und in unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs. Also, das passt doch wunderbar. Kamera hat es jetzt ausgemacht, weil die Bandbreite wahrscheinlich ein bisschen zickt bei dir. Kann das sein? Ja, genau. Und ich will es auch nicht überreizen. Aber ich kann es nochmal anmachen. Nachher, wenn es in Mach die doch mal nochmal Präsentation kurz geht, an, weiß ich dass nochmal alle genau. dich nochmal sehen. Genau, Genau. da ist er. Da ist der Genau. Außerdem Wieland. bin ich zu sehr mit meiner, das ist ja nicht mal mehr Urlaubsbräune, es ist einfach Alltagsbräune, Ja, die das ist auch ich cool, mittlerweile ja. so habe. In Deutschland nennt man das Arbeitslosengesicht. Aber das ist wunderbar. Passt alles. Ich arbeite ja auch nicht. Ja, das muss man einfach sagen. Ich habe ja den großen Luxus, und das darf man nicht vergessen, als Trader machen wir ja eigentlich genau das, was uns Freude bereitet Genau, ja. und freiwillig. Und wer würde Absolut. das als Arbeit bezeichnen? Ja. Das stimmt, Gut, ne? nachher Als dann die man sich ganzen nicht schon. Formulare ausfüllen. Das ist Arbeit, aber die Tätigkeit an sich eigentlich nicht. Oder ein Webinar. Ist das Arbeit, Stefan, für uns hier Nee, gerade eigentlich für mich nicht? nicht. Also ich liebe das, und für mich ist das auch keine Arbeit. Das ist Hobby. Hobby zum Beruf Ja. gemacht, sozusagen. Ja, genau. So, und das ist einfach so ein Punkt. Das darf man nicht unterschätzen, ja, wie viele Möglichkeiten einfach da drin stecken, Trader zu sein. Du kannst dir ja dein ganzes Leben gestalten. Du kannst nur Trader sein oder du machst eben noch das Drumherum, so wie wir beide jetzt. Das steht dir ja völlig frei. Ja. Und Absolut. all das ist freiwillig. Dann arbeitet da keiner mehr, finde ich gut. Ja, nee, das ist genau die Verwirklichung von dem Traum, glaube ich, den auch viele haben, die hier heute beim Webinar dabei sind. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist ja auch eine Motivation, überhaupt mit dem Trading anzufangen. Man will mehr Unabhängigkeit, man will einfach mehr Freiheit. Und gerade du bist das beste Beispiel dafür, dass man eben von jedem Ort der Welt aus, wo es einen Internetanschluss gibt, dieses Business betreiben kann. Ja, so simpel ist es einfach. Okay, dann wollte ich noch mal ganz kurz gucken, wie unsere Gruppe hier heute zusammengesetzt ist. Ich habe ja hier so wieder meine kleine Kurzumfrage, die blende ich gerade mal ein. Wann haben Sie mit dem Live-Trading angefangen? Vor mehr als 4 Jahren, vor mehr als 3 Jahren, oder ich trade im Moment gar nicht an den Märkten? Vielleicht könnten Sie da mal so nett sein und mir mal ein kurzes Feedback geben. Das wäre hervorragend. Dann kann ich hier mal schauen, und vor allen Dingen auch der Wieland kriegt mal die Informationen, wie denn so der Wissensstand oder der Erfahrungsstand vielmehr der Gruppe ist. Und das ist immer ganz hilfreich. Dann können wir die Inhalte auch so ein bisschen drauf abstimmen. So, was haben wir jetzt hier? 70% haben jetzt haben jetzt geklickt sozusagen auf einen der Punkte. Dann schauen wir doch mal direkt rein. So sieht das Ergebnis aus. 42% haben vor mehr als 4 Jahren mit dem Trading angefangen. 24% vor mehr als 3 Jahren und 33% traden im Moment nicht an den Märkten. Das ist
ja, der normale Wert jetzt, also lag jetzt so in den letzten Webinaren immer so zwischen 30% und 40%. Doch eine, die ein bisschen Pause machen, vielleicht auch abwarten, was an den Märkten passiert oder einfach mal gucken, wie das Jahr jetzt beginnt. Und ja, also schauen wir mal. Ich bin ja gar nicht so pessimistisch für 2023. Ich bin eher optimistisch, dass das eigentlich alles viel besser aussehen wird, als wir alle glauben. Das ist so mein Credo für dieses Jahr. So, Wieland, dann gebe ich dir den Bildschirm direkt rüber und dann kannst du auch direkt loslegen. Ja. Und ich schalte meine Kamera auch mal aus. Dann gibt es die zum Ablenken. Und dann können wir uns genau auf die Präsentation konzentrieren. Also viel Spaß mit dem Video. Alles klar. So, ich wink noch mal und jetzt können wir uns auf die Folien. Also nochmal von der Seite ausmachen wollte ich es. So, jetzt auch von meiner Seite herzlich willkommen. Trades und Märkte finden mit der Expander-Strategie. Also, du hast jetzt aber die Bildschirmübertragung irgendwie auch ausgemacht. So, ja. Ich sehe ja nämlich jetzt keinen. Jetzt, ja, und jetzt die Kamera aus. Genau, jetzt passt es. Ja, ja. Ich mache ja auch Podcasts. Das stimmt. Aber heute wollen wir mit Bild und Ton. Genau, heute wollen wir auch sehen. Also meine Expander-Strategie, um es kurz zu machen. Ich präsentiere sie mittlerweile weltweit und ich kriege immer wieder sehr positives Feedback. Und deshalb fühle ich mich auch immer wieder ermutigt, daran festzuhalten. Zumal ich sie auch selber natürlich handle und viele interessante Situationen damit auch entdecken kann. So, bevor wir starten, natürlich Haftungsausschluss. Es ist nach wie vor ein Impulsvortrag, Impulswebinar. Also der Impuls geht dahin, das für sich zu prüfen, zu überlegen, ist es meins? Wenn es meins ist, wie kann ich damit für mich arbeiten? Trading ist individuell, ganz klar. Wenn ich es so mache, heißt es noch lange nicht, dass irgendjemand anders das ebenfalls exakt so machen muss, sondern es wird immer Adaptionen geben, immer so leichte Veränderungen und ist auch völlig in Ordnung. Solange das Signal nicht völlig verfälscht ist, dann macht es ja keinen Sinn. Aber nur so Management, das bitte ich einfach zu berücksichtigen. Und wer tradet bitte, dass wir uns darüber verständigen können, auf eigenes Risiko, eigene Gefahr. Natürlich die Gefahr dabei ist der Verlust von Geld. So, wenn wir uns darüber verständigen können, machen wir weiter. Und ich setze das einfach mal voraus. Tja, hier bin ich, haben uns aber eben schon gesehen. Die meisten wissen es, Trader, technischer Analyst, Bücher, klar. Verkaufe meine Bücher mittlerweile auch weltweit. Ich habe mein Risiko-Money-Management in 7 Sprachen mittlerweile. Aktuell arbeite ich an Portugiesisch für Brasilien. Wahnsinn. Aufwand. Bin immer noch der Präsident. Macht mir sehr viel Freude. Ich war jetzt ja gerade in Asien ein halbes Jahr und habe wirklich viele IFTA-Societies besucht. Und es war, also das ist tatsächlich ein Gamechanger für mich gewesen. So nah und so tief kommt man ja normalerweise nicht einfach in die Länder, in die Gesellschaften rein und wurde überall sehr herzlich empfangen. Also das war, Stefan, offen gesagt, für mich eine total neue Erfahrung und bin super dankbar dafür, diese Erfahrung auch machen dürfen zu können. Also beides zu kombinieren, das Reisen und natürlich auch das in den Kontakt kommen mit den Leuten vor Ort und einfach zu sehen, wie gehen die ran. Und ich habe offen gesagt viele interessante Sachen erlebt, aber das ist nicht Teil des, worüber wir jetzt reden wollen. Aber können wir gerne mal an anderer Stelle darüber plaudern. So, VTHD natürlich, überall unterwegs, zack, klar, das bin ich und weiter geht's. Ich habe den Podcast, wer ihn noch nicht kennt, einfach einscannen bitte. Ansonsten will ich auch nicht zu lange zeigen. Einfach googeln, Torreya Trader Insights. Mittlerweile Folge 99. Die nächste Folge dann in 2 Wochen mit André Stagge. Der war interessanterweise Folge Nummer 1 und er ist Folge Nummer 100. Also cool. Manchmal kommen sie wieder. Das können wir auch mal wiederholen. Genau. Also, mein Interview, Wieland. Ja, klar. Gerne. Okay, also lass uns mal einsteigen. Die Kunst, den Markt zu lesen. Im Endeffekt ist ja immer so die Frage. Wir sehen im Endeffekt jetzt einfach so einen Chart. Und es ist ja immer so, klar, wir können mit der Dow-Theorie rangehen, höheres Hoch, höheres Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. All diese Sachen, logisch, Ausbrüche. Ja, wir können uns viele, viele, viele Dinge dazu überlegen. Aber es ist immer die Frage, wie weit läuft es denn? Und mal offen gesagt, wonach suchen wir im Trading denn? Im Trading suchen wir, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber eigentlich suchen wir nach den Punkten, wo wir eine geringe Strecke zu einem Stop-Loss haben und eine lange Strecke zu einem Ziel. Oder? Alles andere wäre ja auch irgendwie kontraproduktiv. Danach suchen wir. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es eine Strategie, mit der wir zum Beispiel Ausbrüche handeln können? Gibt es eine Strategie, mit der wir Korrekturen handeln können? Gibt es eine Strategie, wo wir sogar die Chance haben, zum Beispiel
auch Trendwenden wirklich zu erwischen, und zwar vom frühesten Start an, ja, vom very beginning. Und natürlich Seitwärtsmärkte. Die meisten scheitern an Seitwärtsmärkten. Dabei lässt sich da viel rausholen und vor allen Dingen lässt sich da ganz easy, entspannt handeln, weil das Szenario relativ abgegrenzt ist. Ja, beim Seitwärtsmarkt stellt sich nicht die Frage, wo steige ich aus, das sehe ich. Ja, beim Trendmarkt ist ja die Gefahr der Gier immer so groß. Und dementsprechend können wir denn mit einer Strategie alles handeln. Ja, das ist einfach so der Punkt. Und genau das, um eben genau diese Ausbrüche, all das damit umzugehen. Pullbacks, Korrektur, Handel aus der Korrektur heraus. Diese Frage habe ich mir gestellt. Kann es eine Strategie geben, die für Seitwärtsmärkte ebenso geeignet ist wie für Marktkorrekturen und Trendfortsätze? Habe ich mich gefragt. Und ja, ich habe sie gefunden. Ja, also ich gehe mal ziemlich schnell jetzt durch die Strategie, weil sie sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Ich gehe dann lieber mal in die Charts mit euch und erkläre so ein bisschen, worauf ich dann auch achte, wie man so ein bisschen auch damit rumspielen kann im Nano-Trader, aber auch bei TradingView, wo wir mal auch schneller so ein bisschen in die Charts gehen können. Und dann habe ich auch noch einen Scanner für euch, wo man das so schauen kann. Also was packe ich in die Strategie rein? Bollinger-Bänder. Ich liebe Bollinger-Bänder. Und auf Vorträgen sage ich immer gerne scherzhaft, John Bollinger zahlt meine Miete. Er weiß es zwar nicht, aber es ist schon so. Ja? Weil ich natürlich die Bollinger-Bänder sehr, sehr gerne nutze, aus vielerlei Gründen. Und lassen wir das mal einsinken, was hier steht. Bollinger-Bänder sind Kanallinien, die in und um die Preisstruktur in einem Chart gezeichnet werden. Ihre Absicht ist es, die relativen Definitionen von Hoch- und Tiefpunkten festzulegen. Kurse in der Nähe des oberen Bandes sind hoch und Kurse in der Nähe des unteren Bandes sind tief. Soweit, so gut. Die Frage, die hiermit beantwortet wird im Endeffekt, ist die Frage, die wir uns alle mal stellen. Und für die es praktisch keine Antwort gibt. Die Frage nämlich, ja, ist der Kurs jetzt eigentlich zu hoch mittlerweile oder ist der Kurs zu tief mittlerweile? Ja, Beispiel Bitcoin. Weiß ja kein Mensch, ist der Kurs zu hoch oder zu tief? Wusste niemand, wird niemand wissen in absehbarer Zeit. Lässt sich nicht beurteilen, aus meiner persönlichen Sicht. Ja, mag da drei Experten auf der Welt geben, die das können, aber die Masse kann es eben nicht. So, genauso ist es ja auch bei einer beliebigen Aktie. Ist Apple wirklich zu hoch oder zu tief? Ist der Preis noch angemessen heute, genau in diesem Moment? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und damit ist natürlich auch immer die Frage schwer zu beurteilen und zu beantworten, ist es der richtige Zeitpunkt einzusteigen oder auszusteigen? Weil wir nicht wissen mit absoluter Gewissheit, ob das der absolute Preis, ob der zu hoch ist oder zu tief. Ja, dementsprechend, welche Handlung jetzt angeraten ist. Mit den Bollinger-Bändern jedoch ist es ein echter Gamechanger aus meiner Sicht, denn die Definition von Hoch- und Tiefpunkten ist eine ganz andere. Es sind nämlich relative Hoch- und relative Tiefpunkte. Ja, damit ist es nicht absolut in dem Sinne von mehr geht nicht, sondern es ist einfach relativ gesehen, und zwar relativ zum eigenen Durchschnitt, sind die Preise halt hoch. Und das hat eine ganz andere Interpretation. Das bedeutet nämlich, wenn der Preis relativ zum eigenen Durchschnitt zu hoch oder zu tief ist, wird es eine Konsequenz mit sich bringen, nämlich die Angleichung, früher oder später. Das ist ja keine Sofortgeschichte, sondern früher oder später. Und damit haben wir einen Anhaltspunkt, aus meiner Sicht und auch Erfahrung, damit haben wir einen Anhaltspunkt, der einfach die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, wenn der Preis in den Bereich der oberen oder unteren Bänder kommt, dann ist er offensichtlich relativ gesehen hoch, relativ gesehen teuer. Und hat damit ein entsprechendes Korrekturpotenzial in absehbarer Nähe oder in absehbarer Zeit. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz exzellenter Ansatz und auch ein ganz wichtiger Ansatz, um einen Trade überhaupt zu identifizieren, um überhaupt zu überlegen, was lässt sich jetzt daraus machen für mich als Trader? Ja, so, und hier haben wir mal die Bollinger Bänder. Das ist ja alles hier der DAX. Und ja, was sehen wir an den Bollinger Bändern? Wir sehen eben einfach, ja, hier der Corona-Crash. Relativ gesehen waren die Preise tief, aber wir sehen eben auch hier, dass natürlich die Preise relativ gesehen noch viel, viel tiefer gehen können. Ja. Bricht durch, fällt, fällt, fällt. Trotzdem in absehbarer Zeit, irgendwann kommt der Wendepunkt. So, wir gehen aber auch so Normalbewegung, relativ gesehen tief,
relativ gesehen, es kommt immer wieder so ein kleiner Pullback. Immer wieder. Der mag jetzt nicht weit gehen, ne? Das ist eine andere Geschichte. Aber es ist immer so eine Bewegung hin wieder zu der Mitte, das mittlere Bollinger Band hier, wir sehen es ja. Das heißt, da ist irgendwie immer, geht in die Richtung, da sind wir schon dran, kommt immer der Durchbruch und dann geht es wieder zurück. Das ist die eine Betrachtung. Ja? Und du kannst halt überlegen, in dem Moment, wo die Preise eben nicht nur über den Bändern sind, nicht nur in den Bändern, am Band, sondern auch noch darüber, dann sind sie ja nicht mal nur relativ hoch, da sind sie ja noch relativ viel höher. Ja? Das heißt, das Rückschlagspotenzial wird ja immer größer, je weiter weg der Preis sich von der Mitte, also von dem Durchschnitt entfernt. Und das finde ich eine ganz wesentliche Betrachtung, die aus meiner Sicht völlig logisch ist. Und wenn wir auf den Chart schauen, sehen wir, dass es offensichtlich doch immer wieder die Tendenz gibt, zurück zum Durchschnitt zu kommen. Und da gibt es ja genau zwei Möglichkeiten. Wir sehen es. Die erste Möglichkeit ist, dass der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt, hier. Und die zweite Möglichkeit ist, dass der Durchschnitt zum Preis kommt, so wie hier zum Beispiel. Ja, nicht ganz so, aber wir sehen es. Hier gibt sich so wirklich die Korrektur an den Durchschnitt, sondern hier bleibt der Preis mehr oder weniger stehen. Ja, in dem Beispiel, das ist jetzt hier zum Beispiel da. So, da bleibt der Preis stehen. In einer gewissen Bandbreite und der Durchschnitt logischerweise durch die Berechnung gleicht sich dann irgendwann an, kommt zum Preis und dann geht die Bewegung weiter. Und das können wir im Endeffekt, das ist das Spannende daran, an allen Märkten, in allen Situationen halt immer wieder auch beobachten. Das ist eigentlich die Idee. Und dann können wir uns auch überlegen, und dazu auch die Beobachtung von John Bollinger, da gab es ja Messungen, die offensichtlich immer noch aktuell sind. Und der sagt, 20 Zeiteinheiten und einer Standardabweichung von 2 werden in den meisten Märkten zwischen 88% und 89% der Kurse von den Bändern umschlossen. Brauchen wir nicht so pingelig sein, sagen wir mal 90% sind in den Bändern. Und wenn wir uns den Chart anschauen, können wir auf den aktuellen gehen, muss Reserve sein, mal hier. Kommt der Nano-Trader so langsam ins Bild? Ja, genau, da kommt der Nano-Trader langsam ins Bild. Ja, genau. Dann müssen wir mal schauen. Genau, das ist mal so. Dann müssen wir nicht mal schauen. Wir sehen es ja, dass ja, die meisten Kurse innerhalb der Bänder sind. Und die Kurse, sehen wir hier, das ist was ist hier gerade, was haben wir auf, genau. Den. Genau, den Euro US-Dollar. Den sehen wir. Wir sehen halt immer, wenn die Märkte hier rausgehen, ja, der Preis herausgeht, kommt zurück. 90% sind drin, geht's raus, geht's offensichtlich wieder zurück. Und das ist im Endeffekt die Konsequenz daraus. Bedeutet nämlich, wenn 90% der Kurse innerhalb der Bänder sind, dann sind ja nur 10% außerhalb. Also eine kleine Minderheit, die außerhalb der Bänder sind. Und jetzt haben wir natürlich die Frage, wenn 10% nur außerhalb sind und Preise, die am oberen oder am unteren Bollinger Band sind, relativ gesehen hoch oder relativ gesehen niedrig sind, und die sind auch noch außerhalb, also extra hoch und extra niedrig, dann wird die Rückschlagswahrscheinlichkeit ja immer größer. Ja, je weiter raus das geht, und wir sehen es hier, ja, heute ist der 5-Minuten-Chart heute, wir sehen es hier, kommt der Durchbruch massiv, ja, also im Verhältnis massiver Durchbruch, dann geht es hier ein bisschen, aber wir sehen, ja, dann kommt nochmal der letzte Peak. Und irgendwann ist einfach der Rückschlag. Es ist natürlich die Sache auch klar, nur weil der Preis herausgeht, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt short gehen müssen. Ne? Beileibe nicht. Ja? Das wäre fatal, das ist auch nicht die Idee. Weil wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ja? Wir müssen uns natürlich auch überlegen, was passiert denn jetzt hier? Die Aufgabe eines Traders ist ja auch zu gucken, in einem gewissen Bereich einfach zu schauen, was passiert an diesem Bereich.
Ja, ist ja auch mit Unterstützung und Widerständen so. Wir müssen, es ist ja nicht so, dass wir ein Limit legen an einen Widerstand in der Hoffnung, dass da der Preis dreht. Machen wir ja nicht. Idealerweise nicht. Sollten wir zumindest nicht machen. Sondern wir gucken uns an, was passiert an diesem Bereich. So. Und was wollen wir sehen? Wir wollen natürlich Umkehrsignale sehen. So, hier zum Beispiel. Da haben wir Bearish Engulfing. Markt kommt raus. Reaktion kommt. Bearish Engulfing, übrigens hier wird das eingezeichnet, Expander-Signal, Short, okay, gehen wir Short, alles klar, passt. Rückschlag an die Mitte, da, Angleich, fairer Wert, dann ein bisschen hin und her gependelt, um den fairen Wert, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, aber am Ende das Hoch wird nicht mehr erreicht zunächst. Das ist eigentlich das, wonach ich so suche und das ist eigentlich auch das, was ich hiermit verbinden kann, ja, dass wir uns darüber eben einfach mal Gedanken machen, was einfach in diesen Bollinger-Bändern drinsteckt. Ja, wenn wir uns das mal wirklich zu Gemüte führen und uns überlegen, wir suchen doch immer nach Strategien mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und uns einfach überlegen, Preis ist relativ gesehen hoch oder sogar noch höher, je nachdem, und 10% sind nur außerhalb der Bänder, was das für ein Rückschlagspotenzial im Endeffekt gibt, ja, also im Sinne von Pullback. Dann haben wir noch eigentlich viele Fragen schon beantwortet. Die nächste Frage, die wir uns natürlich beantworten müssen, ist natürlich auch klar, wann steige ich denn ein? Ich habe das Beispiel jetzt mal überblättert, wir haben es ja gesehen eben gerade. Im Übrigen, was ich gezeigt habe, ich habe ja einen Mac, jetzt ist der Nano-Trader ja eher für Windows. Jetzt kann man natürlich irgendwelche Kunstgriffe machen für den Mac, aber ich habe einfach einen Server, einen Virtual Server, wo ich den Nano-Trader rauflege. Den Vorteil habe ich damit natürlich auch, dass ich den durchlaufen lassen kann, ohne mein eigenes System zu belasten. Also eine gute Idee, sowas zum Beispiel auch zu machen, wer einen Mac hat, ja, und sich immer wieder quält mit Parallels oder was es da so gibt. Ja, also das ist eine gute Sache. Super Hinweis, weil du hast ja auch vorhin TradingView gezeigt, das würde ja auf dem Mac auch funktionieren, weil man da einen Browser hat. Ne? Da ist das kein Thema, aber genau das ist der Punkt, würde ich auch schwer empfehlen, anstatt tatsächlich mit so einer Notlösung wie mit Parallels zu arbeiten, mit einem Server zu arbeiten. Das ist eine richtig gute Sache. Ich habe mal zwei Fragen. Die erste ist das die Deviation vom VWAP, also das Bollinger Band? Nee. Hallo? Bist du noch da? Nein, ist es nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich muss mir gerade überlegen, was das eigentlich so bedeutet. Eigentlich nicht. Der Punkt ist, dass Tom Bollinger die Strategie oder das Band ja 1983 entwickelt hat. So, da gab es natürlich auch schon diese ganzen Konzepte, auch wo wir jetzt im VWAP gab es noch gar nicht, also, ne? Das muss man auch sagen. Und der VWAP, da ist ja auch das Volumen drin, ne? Also insofern. Ja gut, wobei ich glaube, Steidelmeier hat das schon in den 70er Jahren entwickelt. Aber sei es drum, es ist ja der Punkt, die Basis ist der gleitende Durchschnitt 20. Ja. Also er hat es wirklich simpel gemacht. Ja? Keep it simple and stupid. Hat einfach die gleitenden, also die letzten 20 Kurse genommen, ist in der Tagesbasis ursprünglich und hat darauf eben einfach die Standardabweichung plus und minus 2 genommen. Also ein bisschen der Gaußschen Kurve folgend. Ja? Das steckt ja da drin. Und man kann natürlich ein bisschen rumspielen. Mich hatte gestern einer angeschrieben, auch in Vorbereitung auf das Webinar, ob man nicht mal irgendwie ein bisschen wechseln kann. Das können wir gleich auch mal machen am Chart. Er meinte so, ja, wir können ja auch dann, man kann ja auch den kleinen Notiz 40 nehmen, um das Ganze zu glätten. Das verändert natürlich die Signallage, klar, wäre natürlich weniger dann, aber das ist ja durchaus möglich. Nach Bollinger und auch nach meiner Erfahrung ist es aber jetzt nicht unbedingt wirklich notwendig. Ja, man vermeidet ein paar Fehlsignale, aber am Ende ein gesundes Auge für die Situation und da kommt eben der Mensch ins Spiel, ist ja durchaus auch immer ganz wichtig und angebracht. Ja, aber im Grundsatz ist eben, das mag übereinstimmen, aber es ist die ganz einfache Berechnung vom kleinen Durchschnitt 20. Okay. Was bedeutet Standardabweichung? Da ist eine mathematische Berechnungsmethode, ne? Berechnungsmaß. Genau. Ja. Ne? Also dadurch bilden sich diese Bänder. Ne? Das ist praktisch der Abstand zwischen dem oberen Band zur Mitte und dem unteren Band zur Mitte. So muss man sich das vorstellen. Und das ist praktisch genau die statistische Berechnung der
zweifachen Standardabweichung. Das war die Aussage, ne? Die zweifache Standardabweichung. Dann hast du diese 90%. Ja? Genau. Ich habe mal gelesen, bei der dreifachen Standardabweichung sind sogar 98%, wo der Markt innerhalb Ja. der Bänder sein soll. Ja, klar. Also wir können ja da mal ein bisschen damit spielen. Da sehen wir ja auch die Unterschiede. Es ist immer die Frage, was will ich? Ja, will ich viele Signale und habe ein entsprechendes Risikomanagement? Kann aber auch damit leben, wenn ich ab und an mal was auf die Finger bekomme? Oder suche ich mir wirklich nur die besten Signale ever? Muss aber auch länger darauf warten. Das ist der nächste Punkt. Ja. Ich bin ja eher so ungeduldig. Ja. Ich kann damit leben, wenn man einen Trade nicht aufgeht. Im Regelfall passiert das ja nicht so oft. Also die Trefferquote insgesamt, das werden wir mal weiter diskutieren, lässt sich ja relativ schnell ableiten. Die ist 60% aufwärts, 60 bis 80%. So, dann kann ich mal damit leben, wenn ich ausgestoppt werde. Im Regelfall offen gesagt, bei aller Strategie oder bei jeder Strategie ist es aber eigentlich nicht die Strategie, die ins Verderben führt, ist das Fehlverhalten der Trader mit der Strategie. Muss man fairerweise auch sagen. Aber es ist ein anderes Thema. Okay, Fragen soweit beendet? Einer hätte ich noch, und zwar den Unterschied zwischen den Bollinger Bändern und den Keltner Channels oder Keltner Kanälen in der Praxis. Keltner Bänder gehen ähnlich, aber muss ich mal überlegen. Nee, ist nicht der Donkin Channel. Der Donkin Channel geht über die Hoch- und Tiefpunkte, ne? Genau. Richtig, Die Keltner Bänder sind noch Donchin ein Channel geht bisschen über ab. die, genau. Können ja Hoch- Donchin und Channel Tiefpunkte, waren ja ne? Genau. die Turtles, ne? Das war ja die Turtles mit den Durchbrüchen, Genau. 20 Genau, ja. Tage hoch und tief, ne? So war das. Genau. Also der Donkin Channel verbindet nämlich genau die Hoch- und Tiefpunkte, hier haben wir jetzt die Pivots. Der Keltner Channel kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich habe mir das irgendwann mal angeguckt, aber es ist Jahre her. Im Endeffekt habe ich keinen Vorteil gesehen, das auszuwechseln oder auszutauschen. Das ist, was ich sagen kann, aus dem einfachen Grund, weil ich den Keltner Channel dann nicht mehr benutze. Ich kann es Aber aber es ist keine auch Details eine sagen. Berechnungsmethode mit Sicherheit, ne? Also er geht nämlich über die Average True Genau. Range. Danke ja für den Hinweis, Ja. Alexander. Da kommt die Frage nämlich her. Genau, der geht über die Average True Range und nicht über die Standardabweichung. Also Average True Range ist ja auch nicht so ganz unintelligent, kommt ja von dem Wells Wilder. Also ja, aber wie gesagt, du hast dann entschieden, ich nehme Bollinger Bänder und das ist dann auch gut. Ja, aus dem einfachen Grund, ich habe das wirklich für mich, ich bin jetzt nicht völlig blöd, aber ich versuche mir die Sachen einfach zu machen. Ja. So, und ich habe es in der Tiefe für mich, dachte ich jedenfalls, verstanden. Und so, und für mich ist alles logisch. Der Punkt ist, wenn du tradest, musst du zu 100% hinter dem stehen, was du machst. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn du wirklich verstehst, was passiert da. Und für mich erscheint es logisch, relativ gesehen hoch oder noch höher, relativ gesehen niedrig oder noch niedriger. Und ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist auf meiner Seite. Da mag es mal Sachen, Situationen geben, wo einfach die Dynamik hoch ist. Okay, fliege ich raus. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja trotzdem da. So, das kapiere ich. So, und das muss eben jeder für sich selber auch finden. Andere suchen sich ein bisschen komplexere Sachen, weil sie es fancy finden oder damit besser klarkommen. Völlig in Ordnung. Für mich ist das Nonplusultra. Super, Okay, nee, machen danke schön. wir weiter. Ja, gerne, damit wir das Ganze so ein bisschen mehr auch sehen können. Candlesticks. Es geht um Umkehrsignale. Denn was nützt es mir, wenn der Markt relativ gesehen hoch ist, wenn der nicht dreht? Dann weiß ich das zwar. Ja, das ist wie mit so einem Oszillator. Ich weiß zwar, dass der Markt überkauft ist, das interessiert den Markt aber nicht. So. Deshalb keine andere Chartmethode kann es mit den Kerzen aufnehmen, wenn es um die Gesundheitsdiagnose im Markt geht. Ja, also wir legen mit den Candlesticks, und deshalb mag ich die sehr, sehr gerne, liebe Sie. Wir legen praktisch die Finger auf den Puls des Marktes. Und das ist tatsächlich so. Ja, also wir sehen schon eine ganze Menge von dem, was im Markt vor sich geht und können viel Interpretation auch daraus ziehen, wie es den Marktteilnehmern geht und was Folgen mag. Ja, auch das ist ja auch die Frage, die wir uns immer stellen müssen im Trading. Was kann in der nächsten Handelssitzung, ja, oder Periode mit der größten Wahrscheinlichkeit passieren?
Welche Wahrscheinlichkeit ist größer, dass der Markt steigt oder fällt? Diese Frage müssen wir uns halt beantworten, und zwar jedes einzelne Mal. Und da helfen Candles einfach. Denn wenn ich mir diese Candle anschaue, rot oder grün, sei es drum, wo sind die Käufer bei der roten Kerze? Wo sind die? Da sind keine. Ja, das ist Dominanz. Das ist ganz klare Entscheidung. Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass es erstmal so weitergeht. Was wir natürlich nicht wissen, wie lange. Klar, das muss man dann eben immer wieder beobachten, immer wieder anschauen. Aber mit so einer Kerze weiß ich eben einfach, das ist pure Dominanz. Da gibt es keine Gegenwehr, so eine kleine Lunte oder so ein kleiner Docht. Das sind Gewinnmitnahmen, wenn überhaupt. Ja? Also das ist nicht wirklich erwähnenswert. Je weiter sich das Ganze aber zieht, umso mehr sehen wir eben einfach, der Einfluss der einen Seite wird geringer und die andere Seite gewinnt an Kraft. So, und das sehen wir ja hier zum Beispiel an so einer Kerze. Auch die rote, wir bleiben mal bei der roten, die war ja mal genauso. Das ist ja die gleiche Kerze, offen gesagt. Ja, wie nur das rote Dings da verändert, den Kersten auf PowerPoint. Die war ja mal komplett rot. Ist sie aber nicht mehr. Warum? Weil die oder anders, die war ja mal komplett grün vom Open an. Ja? So, und dann ist sie runtergekauft worden. Ich erzähle es mal so. So, sehen wir uns das an. Also es passiert. Ne, sie hat gestartet, hoch oder runter, je nachdem, von welcher Seite wir gucken. Und auf einmal hat sich das Ganze gedreht. Das ist das, was wir sehen können. Also Open, der Markt ist gestiegen, im theoretischen Modell. Dann ist irgendetwas geschehen, was auch immer. Widerstand, News. Große Verkaufsorder eines großen Marktteilnehmers, was auch immer. Ja, alle diejenigen, die irgendwie noch eben ganz gut drauf waren, sind sie jetzt halt nicht mehr, weil sie einfach komplett überrollt wurden. Und das ist das Bild. Ja, das heißt, da ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwas ist da faul. Und wenn ich so eine Kerze sehe, dann weiß ich ja, Moment mal, Freunde, da hat sich jemand vertan. Und zwar eine ganze Reihe Leute haben sich da vertan. Entweder die haben kurzfristige Trades gemacht, sind ausgestiegen, die werden ihre Gründe dafür haben, nicht mehr dabei zu sein. Oder sie wurden komplett verdrängt von einer Armada an Verkäufern, was es nicht besser macht. Und sie stehen vor einer Situation. Und die Situation lautet, der Markt hat gedreht. Was mache ich jetzt mit meiner Position, sofern ich sie noch halte? Und diese Leute werden eine Entscheidung treffen müssen. Und jeder, der eine solche Kerze mit seinem eigenen Trade erlebt hat, weiß, was ich meine. Diese Entscheidung wird im Regelfall lauten, ich steige aus. Im Regelfall dann, wenn das Tief unterschritten wird. Also die Erwartungshaltung ist natürlich eher so, dass der Markt zumindest nicht steigt. Ja, je nachdem, in welcher Position wir so eine Kerze finden. Das gehört natürlich mit dazu. Aber angenommen, wir finden so eine Kerze im Bereich der oberen Bänder, so eine rote, wäre ich vorsichtig mit dem Long-Einstieg, offen gesagt. Warum? Weil wir sehen eine Reaktion im Markt und wir wissen, relativ gesehen zu hoch. Alles klar. Sieht der Markt offensichtlich auch so, also kommt die Korrektur. Mir persönlich würde es noch nicht reichen. Ja, ich will noch andere Kerzen sehen, aber das ist ja so ein Vorbote. Ja. Also irgendwas ist da faul. So, und wenn da was faul ist, dann können wir uns überlegen, was da passiert ist jetzt bei diesen Kerzen. Da ist irgendwas ganz besonders faul. Ja, das zeigt nämlich, dass wenn wir uns die rote Kerze anschauen, dass hier die Verkäufer komplett aus dem Markt gedrängt wurden. Denn wir erinnern uns, die Kerze war mal komplett rot, dick, fett rot, klare Dominanz. Und von dieser Dominanz ist nur noch ein Schatten übrig geblieben, nämlich der untere lange Schatten. So. Und jeder, der mal in einer solchen Situation war, die meisten wahrscheinlich eher bei der Grünkerze, die noch übrig geblieben ist, ja, als Käufer himmelhoch jauchzend und auf einmal richtig was auf die Finger bekommen und ratlos stehen wir dann da und denken und sagen, hey, was machen wir denn jetzt? Ich habe die Position gekauft, ich habe vielleicht mit Mühe und Not, wenn ich im Open eingestiegen bin, noch einen kleinen Gewinn übrig. Was mache ich denn, wenn das Ding weiter fällt? Im Regelfall wird die Entscheidung lauten, ich steige aus. Und das ist einfach so ein Punkt, den müssen wir uns immer wieder selber vor Augen führen. Wie würde ich reagieren, wenn ich in dieser Situation bin? Und damit ist die Erwartung mit einer solchen Kerze eigentlich relativ klar, dass der Markt die eingeschlagene Richtung, die wir sehen, nämlich im ersten Fall weiter zu steigen und im zweiten Fall weiter zu fallen, mit der höheren Wahrscheinlichkeit einnimmt. Und die Wahrscheinlichkeit ist nach Thomas Bukowski 60%. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, jetzt wird's spannend. Solche Kerzen will ich sehen. Damit kann ich arbeiten. Denn diese Kerzen sind für mich
das Zeichen von Schmerz. Ja, jeder, der mal in so einer Situation war, weiß, was ich meine. Das tut weh. Das sind Schmerzen. Picture of Pain, so nenne ich das dann gerne. So, und das sind im Endeffekt unsere beiden Liebsten. Candace, Hammer. Hammer setzt voraus, logischerweise, dass wir erstmal einen fallenden Markt haben, der dann dreht. Und Shooting Star setzt voraus, dass wir einen steigenden Markt haben, der dann fällt. Ja. Jetzt können wir uns überlegen, jetzt mal unabhängig von den Bollinger Bändern, mal angenommen, und das finde ich auch immer spannend, ja, zum Thema Unterstützung und Widerstände. Ja, Wieland, ist denn die Unterstützung hier gebrochen? Nö, natürlich nicht. Ja, sie ist kurzfristig gebrochen, aber eben nicht auf Flusskurs. So, jetzt können wir uns überlegen, ja. Jetzt haben wir keine Bollinger Bänder handeln ohne irgendwas im Chart, gucken zur Unterstützung Widerstände an, Candlesticks, okay, warum nicht? So, da sehen wir sowas hier, der Markt kommt hier so pendelnd hin. Ja, was ist denn die Erwartungshaltung? Sowas. Ja. Unterstützung hält auf Flusskursbasis. Das ist eine wesentliche Information. Mehr muss ich doch nicht wissen. Bollinger Bänder unterstützen das Ganze natürlich noch. Ja, weil dann ja noch die weitere Betrachtungsweise aus der Wahrscheinlichkeit hinzukommt. Und das ist einfach so der Punkt. Wie nehme ich das gerne? Ich nehme so ein bisschen Luft dazwischen. Das kann ein Pip, ein Punkt sein, Spread natürlich noch da drauf. Ich mag es gerne, wenn der Markt mir beweist, dass der Markt es ernst meint. Mit Einstieg, genauso wie mit Stop. Denn wir alle kennen es, ja, da gibt es die zweite Kerze, die ein Punkt darunter nochmal geht und das will ich halt nicht riskieren, das will ich nicht erleben. Ja, ich habe den Stop, aber ich gebe dem etwas Raum. Klarerweise kostet das auch Performance. Das ist ein Preis, der zu zahlen ist für mehr Sicherheit. Muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das angehen will. Das habe ich für mich entsprechend mal so festgehalten und ich fahre auch ganz gut damit. Das sage ich ja natürlich von der anderen Seite. Hier gibt es einen Widerstand. Weiß schießt durch. Ja, und dann können wir uns überlegen, da gibt es so diese ganzen Leute, die sagen, oh, dann habe ich aber hier einen Stop-Entry. Ja, dann lass mich mal einstoppen. Ah, verdammt. Wer kennt das nicht? So, und das ist eben der Effekt. So, die müssen alle Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidung wird dann lauten, okay, ich gehe raus. Und wer verkauft, wird zum Verkauf. Dann ist die Erwartungshaltung, dass der Markt erstmal weiterfällt. Wie weit? Zu dem Punkt, der am höchstwahrscheinlichsten ist, und das ist der nächste Unterstützungsbereich. Das mag der kleine Durchschnitt sein, das mag irgendein anderer Punkt sein, den wir so ins Auge fassen, aber einer, der relevant ist. So können wir rangehen, so können wir reden. Also so gehe ich die ganze Geschichte an. Ich muss auch hier im Chart anschauen. Hier sehen wir es nackt. Reicht allein schon, oder? Hier haben wir ein Fehlsignal. Okay. Aber alleine nur mit Hammer und Shooting Star lässt sich auch im DAX einiges machen auf Tagesbasis. Okay, es sind jetzt ein paar Jahre, klar. Aber man muss ja nicht von heute auf morgen irgendwie reich werden. Ja, hier sehen wir es. Ja, da gab's das Signal. Hier fehlt aber noch der Durchzug. Ja, es pendelt dann seitwärts. Auch hier schön. Ja, willkommen im DAX. Genau das, kurz ausgestoppt und dann kommt der Move nach unten, auf den man eigentlich gewartet hat. Ja, das passiert. Das ist Trading. Ja, hat ja nichts damit zu tun, dass die Strategie blöd ist oder man selber zu doof. Ne, passiert eben einfach und dann darf man gerne nach einem Re-Entry suchen. Kein Thema. Passiert. Gehört mit dazu, dafür ist das Risikomanagement da. Und jetzt kann man natürlich Diskussionen führen. Übrigens, Bekannter von mir, Tom Starke, hat jetzt gerade zwei Videos zum Thema braucht man einen Stop-Loss veröffentlicht auf YouTube. Empfehle ich sehr zum Gucken. Übrigens auch der jetzt mit mir gerade im Podcast-Gespräch ist. Wir haben das auch da diskutiert, hat dazu Videos veröffentlicht. Ist eine philosophische Frage, ja, mit Stop-Loss oder ohne. Ich empfehle es mit. Er sieht es ohne. Muss jeder für sich selber den Weg finden. Klar, was er dann da dementsprechend macht. Aber interessant ist es trotzdem zu diskutieren. So. Und das Ganze können wir uns eben auch hier anschauen. Wie du schon so schön gesagt hast, es ist eine Frage, will ich die Sicherheit haben und bin dafür bereit, ein bisschen Performance aufzugeben? Das ist die alles entscheidende Frage beim Stopp. Ja, klar.
Ich meine, im Endeffekt, ich hatte gestern noch mit ihm telefoniert und ich habe mir wieder darüber Gedanken gemacht. Und ich habe mir wirklich so überlegt, was ist denn wirklich die Gefahr, wenn du den Stop-Loss weglässt? Und die Gefahr ist eigentlich immer, und die ist eher in unserem Kopf als in der Realität, dass wir genau in dem Moment den Stop-Loss nicht haben, wenn der Markt diesen Power-Move macht, ja, der wirklich ins Nirvana führt. Aber jetzt ist die Frage, und das mag jemand, der sich mit Programmieren auskennt, ja mal überlegen. Das mal so, vielleicht ist ja jemand dabei, das mal so durchtesten möchte. Wie oft passieren diese Power-Moves, ja, wo du wirklich so auf die Schnauze fällst, dass du ins Bodenlose fliegst mit deinem Trade? Darf man natürlich nicht vergessen, wer gehebelt handelt, setzt natürlich ein ganz anderes Risiko aus, nämlich Margin Call. Ist ein Game Over, obwohl der Move gar nichts damit zu tun hat. Andere Geschichte. Aber mit Aktien zum Beispiel, es ist halt schwer, wirklich, wirklich, wirklich echt schwer zu sagen, inwieweit der Sinn macht oder nicht. Opportunitätskosten kommen dazu. Klar, ich kann in so einem Trade ewig sitzen, den aussitzen, ich kann aber auch den Stop-Loss ziehen und ein paar andere Trades machen und bin happy. Ja, also so einfach ist es nicht. Und das ist das Schöne am Trading, es ist auch eine akademische Übung. Absolut, absolut. So, jetzt können wir mal in den DAX schauen oder auch in den Euro-US-Dollar. Und was wir jetzt eben haben, nehmen wir mal den. Die. Und hier sehen wir die Situation. Bearish Engulfing. Da haben wir so eine Art Doji, Spinning Top hier in der Art. So, wir sehen, ich könnte wetten, was haben wir da als Tief? Wo ist es? Ah ja, Low. 6,94. Achtung hier. Low. Zwei Punkte. 6,92,9. Da, ich sag's doch. Aber ein Tod müssen wir sterben. Oh, dann nehme ich nicht einen Punkt, dann nehme ich zwei Punkte. Okay, dann rutscht das Biest eben mit zwei Punkten durch und zieht dich raus. Ja, passiert. Ja. Also wir können dem Ganzen ein bisschen Rechnung tragen, genauso wie hier. Warte, wo ist das hoch? Ich wusste es nicht, ich habe das eben jetzt gerade gesehen. Wo ist das hoch hier? 7,61, ne? 61,4 und da, was haben wir da? Drei Punkte. Nur 64. Ja, so, jetzt haben wir drei Punkte. Okay. Ja, also wir müssen eine Entscheidung treffen zum Stop-Loss. Ja, wir können uns nicht völlig davon befreien, ausgestoppt zu werden, wenn wir ihn haben. Aber auch da ist diese Frage: setze ich ihn nicht? Ich kann so sagen, ich habe ihn ab und an mal nicht gesetzt und habe mich nachher tödlich geärgert, weil es echt teuer war. Hier in dem Fall wäre es völlig okay gewesen. Tja, was mache ich? Du weißt es vorher Also die nicht. Das ist das Problem. Ja, also es gibt keine abschließende Antwort darauf, weil auch da nochmal, Trading ist individuell. Die einen sagen, okay, lass kommen, die anderen sagen, nee, lieber nicht. Und das ist auch völlig, beides ist ja völlig in Ordnung. Das ist die Frage, wie geht es danach weiter? In einer soliden Strategie, und das ist der Expander, wird sie aber immer in beiden Fällen profitabel sein, wenn wir selber keine Fehler machen. Das ist natürlich immer der Punkt dabei. Denn wir sehen hier, eingestiegen, ausgestoppt. Okay. Eingestiegen, nicht ausgestoppt. Zumindest erstmal nicht. Aber ein bisschen Pech dabei, weil der Markt einfach eingeschlafen ist. Okay, dann ist hier am unteren Bollinger Band ist dann erstmal Ende. Die andere Seite ist ja dann immer so das Ziel. Und in dem Sinne kein besonders lukrativer Trade, aber zumindest in dem Bereich, dass man sagt, okay, der Verlust ist wieder ausgeglichen. Also was ist jetzt die Wahrheit? Hier zu sagen. An der Stelle. So, im DAX lässt sich vom Expander ja jetzt nicht wahnsinnig viel rausholen. Hier könnte man so ein Dark Cloud Cover rausinterpretieren, aber da gefällt mir die gesamte Bewegung nicht. Sehr seitlich, ja, rote Kerze, grüne Kerze ineinander verschoben. Gefällt mir nicht. Ich mag sowas hier, wo wirklich so eine Sequenz sehen, rote Kerzen, zack, 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 zack. Da fehlt mir, ist aber das Signal nicht schön genug. Ja, das ist auch keins, wird auch nicht angezeigt. Oder sowas hier, zack, 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 zack. Schönes Signal. Dann pennt der Markt. Können wir ja nichts machen. Ja, was soll man dazu sagen? Kann ja auch genauso gut weitergehen. Das ist ja eher die Erwartungshaltung. So, wenn die da nicht in die Gänge kommen, ja, weil die alle zum Mittag gehen hier, 12 Uhr, kann ich ja nichts für. Können wir ja auch nichts machen.
Können wir halt sagen, ich steige wieder aus, nehme den Gewinn mit soweit, gehe auch zu Mittag oder ich lasse es einfach laufen. Ja, im Server, jetzt angenommen, das wäre ein Tageschart zum Beispiel und hast den Nanotrader auf dem Server laufen, dann lässt du die Einstellung halt drin und machst den Computer aus, der Server, da läuft das ja alles. Das ist ja der Vorteil dann dabei. Für mich übrigens, weil ich ja dauernd reise, ich habe mal besseres, mal schlechteres Internet auf dem Server, es ist halt immer gleich. Super Vorteil. Nasdaq war ganz interessant. Hier, grünes Signal. Sehr schönes Signal. Shooting Star. Hier, Eröffnung. Boom, boom. Ja, typische Nasdaq, typische US-Eröffnung. Geht hoch, als ob es nichts, als ob es kein Morgen gäbe. Korrektur an die Mitte. Ne, auch interessant. Was habe ich gesagt? Ja, relativ hoch, ausgeglichen. Okay, dann kann es von da aus halt wieder weitergehen. Relativ hoch und noch höher. Okay, Shooting Star, die Marktteilnehmer nehmen es offensichtlich vorweg oder nicht vorweg, sondern sie handeln entsprechend. So, da kann ich einsteigen. Und hier habe ich natürlich ein ganz hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, überlegen wir uns mal, was haben wir? Ein Kästchen sind 20. Sagen wir hier 10, sagen wir hier 40 Punkte Risiko. 20, 40, 60, 80, 100, 120, ein CRV von 1:3. Erwiesenermaßen. War nicht so schlecht. Und das ist ja jetzt gerade eben, kann ja jeder gucken, ist ja jetzt. Ja. War ja, ist ja heute, ist ja live. So, und das sind so Sachen, wo ich dann sage, ja, warum nicht? Warum nicht sowas nutzen? Und wir sehen, es ist nur ein einziger Trade. So, jetzt riskierst du, sagen wir, $100, 10.000 Euro Konto, 1%, $100, kriegst 300 raus, 3% am Tag. Thema erledigt. Für heute, Dankeschön, Feierabend. Und das Leben hat ja offen gesagt noch ganz andere Sachen zu bieten, als dauernd vorm Chart zu sitzen. Und deshalb habe ich auch diese Strategie. Im 5-Minuten-Chart wird es in gegebener Zeit immer ein Signal geben oder zwei. Mehr brauche ich ja nicht. Und jetzt mal so auf den besonderen Wunsch auch hier des Kollegen. Ich gehe mal in die Designerleiste und verändere mal die Spanne der Bollinger Bänder auf 40, weil das war das, was er sagte. So, was sehen wir? Es entspannt sich natürlich. Ja, wir sehen, die Linie ist geglätteter, logisch. Es sind jetzt 40 Perioden. Das Signal ist ja nach wie vor da. Ja, wir sehen aber auch hier, es kehrt, die Mitte wird immer noch angelaufen, wenn auch nur knapp. Aber es wird natürlich alles ein bisschen ruhiger, logisch. Und das ist natürlich so der Punkt. Die Aussage von ihm war, und die trifft ja auch zu, dass man in Seitwärtsphasen natürlich dann einfach mehr Raum hat und einfach die, na, dass man dann sagt, ja klar, 90% aller Kurse sind in den Bändern, das sind sie dann ja erst recht. Ja? So, dass man dann eben viel Signale mit, gerade mit der Strategie vermeidet, aber auch wenn man mit Ausbrüchen handelt oder Countermove nimmt, ohne den Expander explizit anzuwenden, hat man natürlich dann geringere Dinge. Muss man auch schauen. So, ich persönlich sehe jetzt keine Veranlassung, das zu verändern. Und wir können natürlich auch mal überlegen, okay, jetzt haben wir nicht zwei, sondern haben wir drei in der Standardabweichung. Zack. Ja, da muss der Markt sich schon kümmern. Ne? Also, da muss schon ein bisschen Power rein. Da gibt es jetzt gar nichts. Und dann gibt es aber auch noch Leute, und das will ich jetzt nicht machen, die verbinden. Ja, den Namen gerade nicht parat. Eine Amerikanerin, die macht das gerne, eine Forex-Händlerin, die nutzt die Bollinger Bänder mit Periode, also mit Standardabweichung 2 und 3 und handelt dann den Bereich zwischen 2 und 3. Ah ja. Okay. Alles ist möglich. Und man ist der Vorteil, wenn man das verstanden hat für sich, was die Systematik und die Aussagekraft dahinter ist, dann kann man viel damit rumspielen und auch so ein bisschen sein eigenes Ding anpassen. Das ist ja schön im Trading. Nochmal, Trading ist ja individuell. Und dementsprechend ist es ja halt genau das, was wir auch machen wollen, das, was wir halt auch suchen, sowas dann eben zu machen. So, das ist im Endeffekt, und kann ich nochmal hier dann.
können wir es mal zusammenfügen. Eins ist wichtig, und das habe ich, glaube ich, schon deutlich jetzt auch herausgearbeitet. Die Berührung eines Bandes für sich allein ist niemals ein Signal. Und jetzt kann man eben überlegen, die Signale, die wir eben gesehen haben, wo bewegen wir uns denn da? Und die passen nämlich auch gut. Dann ist das hier zum Beispiel nicht mehr gültig. Das ist aus. Auch aus. Die anderen sind gültig. Das hier, was auch immer, ist jetzt raus. Das ist eine andere Signal. Achso, das ist der Shooting Style. So. Also dann haben wir hier eben diese Signale. Der ist dann auch nicht da. Shooting Star auch nicht da. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Signale. Von diesen 8 Signalen, jetzt gucken wir uns das mal an, mit einem guten Willen, ja, mit einem guten Willen können wir uns den ja auch dazu denken. So, wie viele sind profitabel? Der hier knapp ausgestoppt. Okay, minus 1. Voller profitabel. Wow. Ja. Super wow. Ja, können wir uns überlegen, allein der reicht. Passt. Passt auch. Passt auch. Passt so. Ja, wenn wir das erste Kursziel nehmen, mittleres Bollinger Band. Und hier wissen wir es noch nicht. Also wir wissen es mittlerweile, ist ja vom Juni, aber wir wissen es da in dem Moment nicht. Und das nenne ich mal eine Trefferquote. Und das ist eigentlich das, wo, ja, worauf es halt ankommt. Wir brauchen halt eine Strategie, die uns eben das auch erlaubt und ermöglicht, vernünftige Trades zu finden, solide Trades zu finden, vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis, und zwar an allen Märkten, in allen Zeitfenstern. Wo finde ich das? Natürlich im Nanotrader. So, ich habe es ja eben schon gesehen oder gezeigt, und das ist ein Screenshot. Hier haben wir das Signal, hier haben wir das Signal, das ist minus 1. Was ist das? DAX. Hier habe ich plus 1, plus. Der DAX CFD, ne? Dann haben wir da. Ja, ist der DAX CFD. So, das war's. DAX CFD. Muss einmal 5 Minuten Chart. Zum Beispiel. Oder? Und das ist auch das Interessante. Das will ich jetzt nicht so nochmal explizit zeigen, aber das kann jeder dann selber mal schauen. Wir haben auch Signalradar dabei. Das heißt, hier werden 200 Märkte, Aktien, Indizes, Währung screened, permanent auf 15 und 60 Minuten Basis. Ja, wenn ich 5 Minuten da einstelle, werde ich verrückt. Ja. Also kriege ich nur Signale. Das macht keinen Sinn, aber 15, 60 Minuten, das ist sinnvoll. Das sind eher so die mittelfristigen Swing Trades. So, da kann man einiges draus machen. Natürlich wollen wir auch eine bewusste Entscheidung treffen. Deshalb ist wichtig, die Systematik zu verstehen und zu sagen, ja, das wird mir angezeigt, aber der Trade sieht nicht vernünftig aus. Ja, das ist nicht sinnvoll. Ja, das ist kein Signal, dem ich jetzt irgendwie was zutraue. So, und da gibt es ja eine Menge, mit dem wir dann auch was tun können. Und das ist alles auch in dem Tool mit inbegriffen. Und das ist ja das Spannende, das Interessante daran. Und dieses Tool gibt es eben im Store. Und deshalb, es gibt eine Neukundenaktion. Wer noch nicht Kunde ist bei BSF Invest, für den gibt es dieses Plugin im Wert von rund 600 Euro kostenfrei. Nur heute, wobei heute ist ja schon 19 Uhr, vielleicht auch, oder 18:30, 19 Uhr, vielleicht auch ein bisschen heavy, sagen wir bis morgen. Ja, dass wir das dann so machen, dann gebe ich das mit dazu, dann trage ich die entsprechenden Kosten, beziehungsweise wir berechnen dann eben einfach nichts. Einfach hier dem QR-Code folgen oder sich entsprechend dann halt eintragen. Klar, wird ja gefragt. Also auch Empfehlung dann von mir. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Wer schon Kunde ist, der soll natürlich jetzt sich nicht völlig ärgern. Für den gibt es den Aktionspreis, und zwar bis zum Sonntag im Wert von 299 Euro. Und das ist nicht bis zum 22.07., das ist noch letzten Mal fairerweise gesagt, sondern von heute, also bis zum Sonntag dann. Welcher Tag ist das, Stefan? 15. Ne? Bin ich richtig? Genau. 15. 15. Januar, genau. Genau, bis zum 15. gültig, 299 Euro. Und
ihr habt es ja gesehen, ja, die Signale sind da. Und natürlich bewusstes Trading bedeutet auch Auswahl der Signale. Der Mensch ist der Maschine in dem Fall auch überlegen. Auch sagen und dann kann das Ganze losgehen. Und ich habe noch was für euch. Also mal ganz, ganz kurz, weil jetzt gerade jemand sagt, ah, Stammkunden wie immer nichts. Und jetzt haben wir es gerade präsentiert und dann weiß ich jetzt nicht, wo das Problem war. Ist ja jetzt gleich rausgegangen. Also wir haben ja die Kunden mit dabei. Ja? Die kriegen ja einen Sonderpreis. Also insofern habe ich das jetzt nicht verstanden. Okay. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ich blende mal ganz kurz hier die Umfrage noch ein. Ich würde es mal, also wer da Interesse hat, kann einfach jetzt auch auf das Ja klicken. Ja, also für das neue Kundenangebot, für das neue Konto, der kann hier auf Ja klicken und dann kriegt er, dann können wir ihn auch kontaktieren. Er kann auch am besten eine Telefonnummer in den Chat packen. Das ist vielleicht auch nochmal eine gute Sache. Ja, also insofern, das wäre jetzt nur rein für die Neukunden und für die Bestandskunden. Ich warte mal nochmal kurz, weil hier noch geklickt wird. Für die Bestandskunden würde ich dann die zweite Frage nehmen. Da steht zwar was von Plattform-Coaching, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so. So, zack, da ist sie. Ja, da können dann die Bestandskunden auch auf Ja klicken und nicht einfach das Webinar verlassen und gar nicht gesehen zu haben, dass das Angebot an ihn gerichtet war. Auch nicht schlecht. Ja. Läuft das auch auf Volvix? Nein, das ist eine reine Nanotrader-Geschichte. Ne? Also insofern, also diese Expander-Sache, ne? Es ist eine reine Nanotrader-Geschichte. Und insofern haben wir das so ein bisschen exklusiv. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, es ist ja jetzt nicht, ist ja kein Hexenwerk. Also wer seine Augen schult, der kennt das auch so. Der Nanotrader bietet es natürlich bequem an. Ja. Und er hat natürlich die Managementmöglichkeiten. Bin ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Trading Stop, ja, Gewinnzielanpassung, weil Bollinger Bänder verändern sich. Und wenn das Gewinnziel das Bollinger Band ist, dann muss ich halt davor sitzen. Das ist nicht so einfach. Mhm. Oder nicht so bequem. Ich habe aber noch was anderes, wenn ich das zeigen darf. Und zwar ist das der Trades Scanner, tradescanner.com, also mit Doppel-S. Und hier, ich logge mich mal eben ein. So ist das dann, ne? Wenn man es zeigen will. Ja, ist live. Das ist immer das Gleiche. Immer live. Das ist so. Und dann darf da auch mal was schiefgehen zwischendrin, finde ich. So schief ist es ja noch nicht, aber. So, guck mal. So, was haben wir hier? Also, da haben wir jetzt eingeloggt. Hier sind ganz interessante Sachen dabei, unter anderem auch der Expander. Und ich werde auch meine beiden anderen Strategien noch mit reinlegen. Das muss natürlich auch programmiert werden. Und hier kann man Expander Long, Expander Short und auch hier Touch and Turn. Ist noch nicht ganz fertig. Touch and Turn ist halt die Trendfolgestrategie am gleichen Durchschnitt 20. Hier kann man Expander Long nehmen. So, und das sieht alles ganz interessant aus, in dem Sinne von, wir können uns überlegen, welche Weltbörse wollen wir denn bitte nehmen? Oh Gott. Lass uns mal USA nehmen. So, okay, nehmen wir USA. Auch bloß so egal. So, also, jetzt drücken wir drauf und bitte mal auf die Uhr schauen, wie viele Aktien gibt es in den USA? S&P 500 und alle anderen, was für 2000? Tausende. Achtung! Ja, das ist cool, das ist schnell. Das ist die Auswertung, ist eine Web, ist eine Website. So, und jetzt kann ich hier raufgucken. So, das sind alle Ergebnisse Expander Signal Long auf Tagesbasis. Und jetzt klicke ich hier drauf und jetzt kriege ich hier den Chart rausgeworfen. Ja, das ist vernünftig, wenn man vielleicht nochmal dann irgendwo auf TradingView oder NanoTrader schaut. So, aber ich kriege hier die Idee. Aha. Ja. Das ist sowas wie ein Hammer, ja, kann ich eine Lupe mitbringen, aber ich kriege ja die Idee, wenn ich mich dafür interessiere, muss ich natürlich ein bisschen mehr darauf gucken. Aber schau dich das an. Da ist es doch, CRV 8,5 als Potenzial und das Target ist jetzt hier die Mitte, ist noch nicht mal oben. So, da kann ich schon mal sagen, okay, ist interessant. Und das Interessante ist auch hier, wenn ich mir das anschaue, das hat mein Freund Markus Runau programmiert aus Hamburg. Ein toller Typ und ich finde das super. So, hier steht alles. Entry Buy, Stop Loss, Target Area, ja, so Potenzial, Cent.
ungehebelt. Ich kann das eigentlich direkt nehmen, hier noch so ein kleines Szenario. Unternehmensbeschreibung. Ja, das dann irgendwie auf Englisch, was das ich, wo der das hoch, wo der das herzieht. So, und für diejenigen, die es genau wissen wollen, ja, können sich dann hier irgendwie total in den Graf. Also kannst dich tiefen. Da an die für mich persönlich ist eher das interessant, dass ich einfach so sehe, okay, das ist das Szenario, das ist der Chart und dann kann ich hier durchgehen. Zack. Das ist cool. Und was übrigens auch noch schön ist, weil du jetzt amerikanische Aktien genommen hast, ja, da können wir dann nämlich über Freestocks das kostenfrei sogar, ohne ja. Gebühren, ne? Also ohne Kommission kann man da handeln. Ja, ja. So, und das ist ziemlich cool. Und um das Ganze mal auch im Kollegensinne zu sehen, da bin ja nicht nur ich dabei, ja, da haben wir noch einige andere, falls das irgendwann mal erlebt. Ja, siehst du, es dauert länger zu laden, ja, was es noch gibt, als die Kurse zu anschließen. Absolut. So, Optionsscanner vom Carsten Berger, der Perlentaucher, haben wir mit dabei. Turning Point ist von Markus, meine Expander. Wen haben wir noch mit dabei? Viele Optionssachen. Es ist viel in Arbeit. Rüdiger Born ist mit dabei. Mike Seidel kann man, das kann man alles einzeln dann so abonnieren. Und das sind auch, das sind eigentlich ganz coole Geschichten. Und ich biete den Expander aktuell an zum Einführungspreis von 35 Euro. Wir setzen den auf 49, weil wir einfach jetzt natürlich erstmal dran kommen und gucken noch so ein bisschen im Detail, dass das alles auch so funktioniert. Aber das ist wirklich dann, das Abo gilt. Ja, ist ein monatlicher 35 Euro. Aber wenn wir erhöhen, bleibt der Preis natürlich trotzdem auf 35. Für die neuen dann auf 49. Dann gibt es auch Pakete, wenn alle drei Strategien dabei sind, die ich habe, dann kann man das Paket kaufen, aber davon abgesehen, der Preis bleibt, solange man bis man das kündigt. So. Und es lässt sich gut auch Optionen umsetzen, lässt sich gut eben so handeln, wie auch immer, instrumentenunabhängig, sorry Stefan, brokerunabhängig, aber auch natürlich auch gut mit WSF-Mess und Freestocks. So, alles gut. Vielleicht noch als Hinweis, du hattest vorhin ja den Signal Radar gezeigt. Das ist ja in dem Nanotrader implementiert und das gibt es übrigens mit dem Expander-Paket dazu. Und das ist ja auch so eine Art Realtime-Scanner, ne, wo das dann gezeigt wird. Also insofern kann man sich da auch für entscheiden oder man geht hier an diese Sache ran mit den 35 Euro. Ja. So, das Webinar stand unter der Überschrift, wie finde ich denn mit der Expander-Strategie Trades? Ich glaube, das lässt sich relativ leicht machen und ja, es gibt gute technische Lösungen. Ja. Denn auch der Nano-Trader schickt ja auch eine E-Mail. Ob das jetzt für 5-Minuten-Chart sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber im 60-Minuten-Chart, okay, kann man ja was noch machen. Ja, und da klingelt es und alles Mögliche kann man ja einstellen. Da muss ich ja nicht immer dabei sitzen. Und das Einzige, was ich machen muss, ich muss entscheiden, nehme ich den Trade oder nehme ich ihn nicht. Aber dafür sind wir ja da. Ja, es gibt auch, klar, bin ja auch erreichbar, kann auch ein bisschen Hilfestellung geben, das zu überlegen, ist es sinnvoll oder nicht. Passt die Kerze, passt sie nicht. Also bin ja da, so ist es ja nicht. So, das ist eigentlich von meiner Seite. Super. Herzlichen Dank, lieber Wieland. Das war sehr aufschlussreich. Also ich glaube, wir haben wieder mal viel mitnehmen können, haben auch noch mal einen anderen Blickwinkel auf die Expander-Strategie bekommen, weil du erklärst das ja auch mal sehr schön und auch mal immer ein bisschen anders. Ich kenne ja die ganzen Erklärungen, die du schon gegeben hast. Und das ist halt cool, weil dann haben wir das mal wieder von einem anderen Aspekt und von der anderen Seite einfach mal beleuchtet und das ist super. Lernen ja auch also immer dazu. Das ist ja auch so, sehr schön daran. Ja. Ich spule es ja nicht ab, sondern ich lerne ja auch immer wieder dazu, weil mir werden auch immer wieder andere Fragen gestellt. Ich denke, erstens, wie kann man auf so eine Frage kommen? Und zweitens, gar nicht so schlecht. Absolut, nee, das ist so. Und das geht mir ja auch so, wenn ich den Nanotrader im Workshop erkläre oder den zeige, dann erkläre ich den ja auch nicht immer in den absolut identischen Worten, sondern natürlich anders. Und da kann es auch sein, dass irgendwie was anderes rauskommt. Ja? Also das ist immer das Spannende daran. Deswegen gibt es tatsächlich dann auch Teilnehmer, die da mehrere Male dabei sind. Und es gibt auch, um die Frage noch schnell zu beantworten, natürlich gibt es wie immer eine Aufzeichnung von diesem Webinar. Ich schreibe das ja auch immer schon in diese Link-E-Mail mit rein,
Das Ganze geht immer auf unseren YouTube-Kanal, WHSelf Invest Deutschland. Geben Sie uns ein bisschen Zeit, bis wir das da hochgeladen haben. Aber es wird kommen auf jeden Fall. Und dann kann man sich da auch die Aufzeichnung nochmal anschauen. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, würde ich auch noch mal ganz kurz den Bildschirm nehmen, würde ich auch noch mal ein kleines Angebot an alle machen, damit sich auch wirklich gar keiner ausgeschlossen fühlt hier. Jeder Teilnehmer an diesem Webinar hat mal eine ganz einmalige Möglichkeit. Er kann nämlich mal mit mir eine halbe Stunde telefonieren. Ja? Ein kostenloses Strategie- oder ja, Strategiegespräch würde ich es jetzt nicht nennen im Sinne von Strategie entwickeln zum Traden, sondern im Sinne von infrastrukturell mal besprechen, was könnte im Nanotrader gut sein, wie kann ich den Expander einsetzen. Also alle möglichen Fragen, die Sie haben, können Sie mir stellen. Ob ich sie dann beantworten kann, ist eine andere Frage, weil manchmal gibt es auch rechtliche Restriktionen, dass ich eine Frage nicht beantworten kann. Aber stellen können Sie erstmal und das Ganze bitte über Calendly buchen. Da ist der Link calendly.com/sfröhlich-whs und da gibt es hier auch noch diesen schönen QR-Code, können Sie auch einfach einscannen und dann kommen Sie auch auf die Seite und können den Termin buchen und dann freue ich mich sehr, wenn wir da zusammenkommen. So, das war's. Vielen lieben Dank, Wieland, für deine Zeit und dass du mal wieder bei uns warst. Ja, und ja, wir sehen uns dann ja schon im Februar wieder. Da gibt es ja dann wieder Bulle und Bär, haben wir ja gerade besprochen, bist du mit dabei. Und ich bin am kommenden Donnerstag schon wieder für Sie dabei. Um 17 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Webinar hier von WHSelf Invest. Und da freue ich mich sehr, mit der Eurex zusammen, mit unserer Terminbörse, etwas zu machen. Da wird nämlich der Vincenzo Zinner, seines Zeichens Produktmanager für den Mikro- und Mini-DAX, bei uns sein. Und da werden wir mal uns ein bisschen über Insider aus dem Future-Handel für den DAX Future, also für die Minis, Mikros und für den großen DAX unterhalten. Ist bestimmt mal ganz interessant, das aus der Warte eines echten Kenners, nämlich des Produktmanagers selber zu hören. Das ist immer ganz spannend. Also deswegen empfehle ich das mal sehr gerne. Donnerstag, 17 Uhr, unser tolles Webinar mit Vincenzo Zinner von der Eurex. Also, dann darf ich mich dafür bedanken, dass Sie alle hier bis zum Schluss auch durchgehalten haben und mit dabei waren. Und das war eine sehr schöne und kurzweilige Veranstaltung. Lieben Dank nochmal dir, Wieland. Wünscht dir, wie spät ist jetzt bei dir? Du gehst jetzt Mittagessen wahrscheinlich, ne? Ah, 12.30 Uhr, wieder an Strand. An Strand und dann Lunch oder so. Das ist das, was beides. Das ist das, was ihr hören wolltet jetzt von mir, oder? Ja, ja, natürlich wollte ich das hören. Super, alles klar. Mach's gut, mein Lieber. Ja, dann genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Liebe Grüße an euch alle. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.